wünsche allen Beteiligten und allen, vor allen Dingen allen Besucherinnen und Besuchern, angenehme Stunden auf der Gallenkirchener Automobilausstellung. Den Händlern wünsche ich manche gelungene Käuferakquise und allen Organisatoren, Team der AS-Woche, Aktionskreis Gallenkirchen, alle, die mitgeholfen haben, dass diese Veranstaltung ein Erfolg wird, möchte ich meinen Dank dafür aussprechen, dass Sie uns ein unvergleichliches Bild schenken, das jetzt noch nicht eingetreten ist, das aber heute Nachmittag mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten wird, nämlich die Gallenkirchener Innenstadt mal wieder rappelvoll von Menschen, die gut gelaunt sind und hier viel Spaß und Freude haben. In diesem Sinne, Zündung an, Gang rein, langsam auskuppeln und dann viel Spaß bei der 23. Autoausfahrt. Vielen Dank. Ja, guten Tag, Bürgermeister Heidmüller, werte Gäste. Jetzt darf ich als Aktionskreisvorsitzende zum ersten Mal die Autoausstellung miteröffnen. Wir sind zum 23. Mal hier und nachdem ein Jahr die HS-Woche es nicht gemacht hat, ist sie kurzfristig eingesprungen und zusammen mit dem Aktionskreis versuchen wir jetzt eine wunderschöne Autoausstellung zu bewerkstelligen. Wir haben viel geschafft. Ich glaube, wenn ich dabei bin, schaffen wir es auch, schönes Wetter zu bekommen, entgegen der Wettervorsage. Wir hoffen, dass es bis Sonntag noch bleiben wird. Wir danken erstmal alle Leute, erstmal alle Autoaussteller, dass sie hier gekommen sind. Wir haben für das Leibliche Wohl gesorgt, wir haben auch Schausteller hier. Die Geschäfte haben heute und morgen länger auf. Und wir wünschen uns ein schönes Leben und viel Spaß heute. Ich fasse mich wieder kurz. Ich sage einfach, der Bürgermeister hat gesprochen, ich habe die Eröffnungsgeräte danach gemacht. Die Autoausstellung ist jetzt eröffnet. Wir dürfen jetzt den Rundgang einladen und ich wünsche noch weiterhin viel Spaß. Dankeschön. Ich glaube, die Veranstaltung ist wieder ein schöner Beweis für die Zusammenarbeit zwischen dem Aktionskreis Gallenkirchen e.V. und der Stadt Gallenkirchen. Wie man hier sieht, machen wir es bei diesem Mal so. Die Stadt stellt im Grunde genommen die Bühne und die Aufführung macht der Aktionskreis Gallenkirchen. Das heißt, die Stadt sorgt ein wenig für die Rahmenbedingungen, dass hier genug Platz ist und dass auch alle Händler ausreichend Platz finden. Wir sperren die Stadt und der Aktionskreis bespielt heute mit dieser Ausstellung die Innenstadt. Und wir freuen uns auch, dass wir heute wieder mit der Autoausstellung im Boot sein dürfen. Zusammen mit der HS-Woche haben wir ein gutes Programm, glaube ich, hier, sag ich mal, in Gallenkirchen hineingebracht. Der Bürgermeister ist immer bereit, wenn irgendein kurzer Draht ist, dass wir schnell miteinander kommunizieren können und Probleme werden ganz schnell schon aus dem Weg geschafft, bevor sie überhaupt groß werden können. Das sind alles Kleinigkeiten. Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem Gewinn, dass Sie an unserer Kundenzufriedenheitsbefragung in unserer Werkstatt teilgenommen haben. Ich hoffe, Sie sind sehr zufrieden mit uns. Wir haben ja, egal ob gut oder schlecht bewertet, alle Kunden daran teilnehmen lassen, um eine positive Bewertung kriegen zu können. Und ich darf Ihnen heute herzlichst diesen Gutschein überreichen für ein Wochenende in einem Landhaus, 3 Tage mit einem Fahrzeug von uns gestellt und würde mich freuen, wenn Sie weiterhin gute, zufriedene Kunden bei uns sind. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Also derzeit haben wir bei Alfa Romeo einige neue Getriebeversionen und neue Motoren. Die Multi-Air-Technologie, die wesentlich sparsamer und effizienter von der Leistung her ist, das haben wir bei Alfa Romeo derzeit im Angebot. Und bei Lancia werden wir ganz neu jetzt einen Zug kriegen, ehemals Chrysler. Lancia und Chrysler ist zusammengegangen und da werden einige neue interessante Modelle kommen. Ab Mitte des Jahres werden wir dann auch Lancia und Jeep dabei haben. Und da kommt das Modell zum Beispiel der Voyager neu in der Lancia-Sparte und wir werden einen neuen Lancia-Thema kriegen, der auch auf Chrysler-Basis basiert. Welche Neuigkeiten bietet Honda? Also wir sind heute mit dem Jazz Hybrid da, der wird jetzt vorab schon vorgestellt. Im April haben wir dann die Neuvorstellung des Fahrzeugs bei uns im Hause und im Zuge dessen wird auch der neue Accord mit seinen neuen Motoren dann vorgestellt. Unter anderem mit dem neuen Diesel mit 180 PS.
Bei uns bei Honda, was ganz stark ist, sind die Hybridmodelle, ne? Wo wir jetzt natürlich den neuen Jazz jetzt unter anderem vorstellen. Den CRZ gibt es jetzt seit gut einem Jahr und natürlich den Insight. Und das wird auch die Zukunftstechnologie von Honda sein, die in den nächsten Dekade ganz, ganz stark ausgeprägt sein wird und wo wir auch von ausgehen, die Zukunft liegt. Also auch bei uns können alle Fahrzeuge mit dem neuen i10 gefahren werden. Es gibt da keine Schwierigkeiten, sind auch alle freigegeben von Honda. Das heißt für unsere Kunden, alle Modelle können mit i10 betankt werden. Die japanische Wirtschaft kämpft auch heute vor den unmittelbaren Folgen des Erdbebens. Was bedeutet das für die japanische Automobilbranche? Natürlich muss man in erster Linie sagen, dass das ganz, ganz schlimm ist, was dort in Japan passiert ist. Und wir alle hoffen, dass das alles ein gutes Ende nimmt. Zu der Automobilindustrie muss man sagen, ist es so, dass wir hier in Europa davon nicht betroffen sind zurzeit, weil über 90% der Modelle nicht in Japan gebaut werden. In Japan selber haben die Fabriken erstmal für 14 Tage die Bänder stillgehalten. Aber es sieht wohl so aus, dass in den nächsten 2 bis 5 Tage die Produktion wieder anlaufen wird und alle Dinge wieder ihren normalen Gang werden. Und wir hoffen von hier aus natürlich, dass alles wieder gut wird. Das hoffen wir alle. Dankeschön. Schön.